Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 169, meine Doktorarbeit. Ja, liebe Leute, wie ihr vielleicht wisst, bin ich Literaturwissenschaftler und ich habe vor kurzem meine Doktorarbeit geschrieben. Und diese Doktorarbeit wird dieses Jahr dann veröffentlicht. Und deshalb möchte ich diese Folge nutzen, um euch ein bisschen was darüber zu erzählen, wie die Promotion in Deutschland abläuft, wie das Schreiben von Doktorarbeiten in Deutschland abläuft und euch ein bisschen was über mich und meine Doktorarbeit erzählen. Und da ist es zunächst wichtig zu wissen, dass das Studium in Deutschland generell ganz anders aussieht als in anderen Ländern. Und zwar ist es in Deutschland so, dass dort hier Selbstständigkeit sehr wichtig ist und dass es sehr viel Freiheit im Studium gibt. Also die Studierenden können sich die Seminare und Vorlesungen zum größten Teil selbst wählen, die sie besuchen wollen. Ja, und wenn das Studium dann besonders erfolgreich war, dann kann man eine Doktorarbeit schreiben. Und für diese Doktorarbeit hat man in Deutschland ungefähr 5 Jahre Zeit. Und wenn man ein bisschen länger braucht, kann man diese Zeit auch um 1 Jahr oder um 2 Jahre verlängern. Und manche schaffen es natürlich auch in 2 Jahren oder in 3 Jahren. Also das ist alles recht flexibel. Bei mir war es allerdings so, dass ich 400 Seiten geschrieben habe in meiner Dissertation, in meiner Doktorarbeit, obwohl eigentlich nur 200 bis 300 Seiten verlangt werden, weil ich so viele Themen aufgenommen hatte. Und deswegen hatte ich dann am Ende 6 Jahre für meine Doktorarbeit gebraucht. Und am Ende entsteht dann ein Buch, wenn man in Deutschland seine Doktorarbeit fertig geschrieben hat. Und das ist auch anders als in anderen Ländern. Ich weiß beispielsweise, dass man in den USA, wenn man dort sein PhD macht, dass man dann eher so eine Reihe von unterschiedlichen Forschungsessays schreibt, die dann meistens in Magazinen oder wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden. Und das ist in Deutschland eben anders. Wenn man in Deutschland seine Doktorarbeit schreibt, dann entsteht zum Schluss ein Buch, also ein richtiges Buch. Und dieses Buch, das wird dann veröffentlicht und das kann man ganz normal im Buchladen bestellen oder bei Amazon kaufen oder bei anderen Internetanbietern kaufen. Und ja, am Ende halte ich dann ein richtiges Buch in der Hand, das ich geschrieben habe. Aber bis dahin ist das natürlich ein weiter Weg, den man dann vor sich hat. Und bei mir war das so, dass mich meine Professorin einfach gefragt hatte, am Ende meines Masterstudiums, ob ich bei ihr so eine Doktorarbeit schreiben möchte. War nämlich sehr gut in meinem Master. Ich hatte einen Abschluss von 1,0. Das ist das beste Ergebnis, das man nach dem Master erreichen konnte. Und da hat sie wahrscheinlich gedacht, dass ich auch eine Doktorarbeit schreiben will. Und ja, genau genommen hat sie mich gar nicht gefragt. Sie ist einfach davon ausgegangen, dass ich diese Doktorarbeit gerne schreiben möchte. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass ich eigentlich froh war, dass ich mein Masterstudium hinter mir hatte und dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich auch eine Doktorarbeit schreiben könnte. Mein Kopf war nämlich voll mit lauter anderen Ideen, was ich nach dem Studium noch machen könnte. Ich hatte 3 kreative Projekte, die ich gerne machen wollte. Ich wollte mich mehr um meine Gemälde kümmern. Und zwar male ich auch. Ich male Gemälde in Öl. Und da wollte ich gerne weiterkommen. Das hatte ich nämlich alles während meines Studiums ein bisschen vernachlässigt. Dann hatte ich einen Roman geschrieben und der musste noch veröffentlicht werden. Und darum wollte ich mich kümmern. Und dann hatte ich noch so ein Sachbuch geplant und in diesem Sachbuch
sollte es um Halluzinationen gehen und es sollte um den philosophischen Nutzen dieser Halluzinationen gehen. Also es sollte die Frage gestellt werden und analysiert werden, ob hinter Halluzinationen ein Sinn steckt, ob uns Halluzinationen etwas über Wirklichkeit und über den Zusammenhang der äußeren Realität und unserem Bewusstsein verraten können. Ja, darum sollte es gehen. Und das war so ein 600-seitiges Buch, das ich da geplant hatte. Und diese drei Projekte, die standen meiner Doktorarbeit ein bisschen im Wege. Und deswegen hatte ich gar keine Lust, mich um die Doktorarbeit zu kümmern. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, ich kann doch einfach dieses Sachbuchprojekt in eine Doktorarbeit verwandeln. Und in meiner Doktorarbeit geht es jetzt um veränderte Bewusstseinszustände, um Halluzinationen in der Literatur. Also ich habe verschiedene Romane ausgewählt, zum Beispiel Der Steppenwolf von Hermann Hesse und weitere Romane und essayistische Texte und autobiografische Texte auch und analysiere dann die Halluzinationen in diesen Texten. Und da geht es auch so ein bisschen immer um die gesellschaftliche Dimension, die halluzinatorische Zustände dann haben. Wie kann man beispielsweise die Situation von Psychotikern verbessern und von Menschen mit psychischen Behinderungen, wenn man hinter deren Wahrnehmung, hinter deren Halluzinationen einen philosophischen Nutzen erkennen kann? Also das ist auch so eine Frage, mit der ich mich dann in meiner Dissertation auseinandersetze. Und ich habe im Prinzip nichts anderes gemacht, als dieses Projekt zu nehmen und es in eine literaturwissenschaftliche Arbeit zu verwandeln, wo dann Literaturwissenschaft auf Neurophilosophie trifft. Ja, das Thema der Arbeit stand also fest und dann musste die Arbeit nur noch geschrieben werden. Und in meinem Fall war das so, dass mir das Schreiben der Arbeit leicht fiel. Es war ja mein Thema und ich hatte mich von Jugend an sowieso schon immer mit diesem Thema befasst und für dieses Thema des veränderten Bewusstseins interessiert. Aber was sehr schwer für mich war, das war die Finanzierung. Und das ist in Deutschland auch anders geregelt als beispielsweise in den USA. Wenn man dort seinen PhD macht, dann bekommt man Geld dafür, weil man gleichzeitig auch angestellt ist bei der Universität. Also man gibt gleichzeitig auch Seminare und kümmert sich um die Studierenden. Und das ist in Deutschland anders. In Deutschland gibt es auch einige Doktoranden, also einige Personen, die ihre Doktorarbeit schreiben und die bei der Universität dann angestellt sind und Seminare geben. Das sind dann die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Aber die meisten, die ihre Doktorarbeit schreiben, haben keine Stelle, weil es zu wenige von diesen Stellen gibt für wissenschaftliche Mitarbeiter. Und die müssen dann irgendwie anders gucken, wie sie sich finanzieren. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kenne beispielsweise Doktoranden, die einfach im Supermarkt an der Kasse arbeiten und sich darüber finanzieren. Aber das hat dann natürlich mit dem Projekt und mit der wissenschaftlichen Arbeit wenig zu tun. Und die meisten hoffen, dass sie von irgendeiner Stiftung ein Stipendium bekommen. Und zwar gibt es verschiedene Stiftungen, bei denen kann man sich bewerben und dann bekommt man das Geld für die Doktorarbeit von diesen Stiftungen bezahlt, für 2 Jahre oder 3 Jahre. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich bei verschiedenen Stiftungen beworben und ich habe zuerst in den ersten Jahren nur Ablehnungen bekommen. Also keiner wollte mich haben und keiner wollte mein Forschungsprojekt finanzieren. Ja, das war natürlich bitter für mich und auch traurig irgendwie. Und es muss auch nicht unbedingt etwas mit meinem Thema zu tun haben, weil diese Stiftungen auch immer darauf schauen, wie man politisch so steht. Also es gibt Stiftungen, die
zu einer politischen Partei gehören und wo es wichtig ist, dass man die Weltanschauung, die Ideologie dieser Partei teilt. Und wenn man sie dann nicht so richtig teilt, dann ist man auch sehr schnell draußen und dann wollen die einen nicht haben. Ja, das ist alles sehr schwierig. Und erst ganz zum Schluss, am Ende meines Forschungsprojekts, habe ich dann doch noch eine Stiftung bekommen, die mich finanziert hat. Und vorher war es so, dass ich mich die ganze Zeit durch Deutschunterricht finanziert habe. Also ich habe den Tag über gearbeitet und habe über E-Learning-Kurse für Deutschunterricht angeboten und einzelne Stunden an verschiedene Schüler. Und dann habe ich immer aufgepasst, dass ich neben diesen Stunden immer noch genügend Zeit für meine Doktorarbeit hatte. Das war natürlich ganz schön schwierig und ich war froh, als ich dann doch noch mein Stipendium bekommen hatte und ich die Anzahl meiner Deutschstunden ein bisschen reduzieren konnte und ich dann die meiste Zeit eben in meine Doktorarbeit dann auch investieren konnte. Ja, und mittlerweile ist meine Doktorarbeit fertig und letztes Jahr hatte ich meine mündliche Prüfung zu der Doktorarbeit. Und ich habe auch schon einen Verlag gefunden, der meine Doktorarbeit veröffentlichen möchte. Und bin jetzt ganz froh, dass diese Arbeit, dass dieses Buch auch dieses Jahr vielleicht schon erscheinen kann und es dann jeder im Buchladen bestellen kann, wenn er möchte, und nachlesen kann, was das ist. Und jetzt geht es für mich vor allem darum, dass ich meine Forschung unter die Leute bringe. Zum Beispiel habe ich einen YouTube-Kanal gegründet, also einen zweiten YouTube-Kanal mit den Themen meiner Dissertation. Dort geht es dann auch um das Thema des veränderten Bewusstseins, um die philosophische Grundlage des veränderten Bewusstseins. Und dieser YouTube-Kanal heißt einfach so, wie ich selbst auch heiße, nämlich Dr. Jan-Henning Kruse. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dort auch gerne mal nachgucken. Allerdings warne ich euch, es ist eben kein Kanal zum Deutschlernen wie dieser Kanal, sondern es ist eben ein Kanal über Bewusstseinsliteratur und Bewusstseinsphilosophie. Aber wenn ihr möchtet und wenn ihr schon ein höheres Niveau beim Deutschlernen habt, könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Die letzte Folge, die ich aufgenommen hatte, hieß Neurodiversität, warum psychische Krankheiten keine Krankheiten sind. Ja, und eine weitere Möglichkeit, wie ich meine Forschung in die Gesellschaft einbringen möchte, das ist der Trialog. Und der Trialog, das ist so eine Veranstaltung, auf der sich Menschen mit psychischen Behinderungen treffen, aber auch Angehörige und Menschen aus dem Helfersystem, beispielsweise Psychiater und Psychologen und Sozialarbeiterinnen und so weiter. Und diese Personen diskutieren dann über unterschiedliche Themen, zum Beispiel, wie man die Diskriminierung von Behinderten in der Gesellschaft beenden kann oder wie man mit der psychotischen Wahrnehmung umgehen kann. Und dort werde ich dann meine Dissertation vorstellen und dann werde ich mir anhören, was die Menschen mit psychischen Behinderungen und die Menschen aus dem Helfersystem, die Psychiater und Sozialarbeiterinnen dann dazu sagen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann ankommt. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende mit meiner persönlichen Folge, in der ich euch so ein bisschen informieren wollte, was ich so mache, wenn ich nicht gerade hier sitze und für euch ein Video für 14 Minuten aufnehme. Und ich wünsche euch natürlich weiterhin viel Spaß mit unserem Kanal und viel Spaß beim Deutschlernen. Und ich erinnere euch daran, dass wir jetzt auch Videos machen und ihr uns nicht nur hören könnt, sondern auch sehen könnt. Also schaut gerne mal bei YouTube vorbei. Und das Transkript zu dieser Folge findet ihr wie immer unter www.14minuten.de. Und damit verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss!